Tag Nummer 2, Videoblog Nummer 2 zum Thema neue Bereiche, neue Strukturen, neue Dimensionen. Alles neu macht der Mai und heute kommt der neue Bereich Church Life. Auch wenn er schon ein bisschen älter ist, heute werdet ihr erfahren, was hat sich geändert und warum, von Mr. Thorsten Briesching. Ich heiße Thorsten und leite hier im ICF München den Bereich Church Life. Unser Motto ist We are Family, weil Kirche zwar ein Gebäude hat, aber vor allem aus zahlreichen verschiedenen Menschen besteht, sind uns Beziehungen sehr wichtig. Und wir wollen auch dir helfen, Teil dieser Kirche zu werden, indem wir verschiedene Angebote für dich haben. Zum Beispiel den Infopoint. Dort kannst du dich jeden Sonntag vor und nach den Celebrations über diese Art von Kirche informieren. Oder die zweimonatige Schnupperzeit, in der lernst du maximal schnell viele Leute kennen. Darüber hinaus haben wir Small Groups, zahlreiche Events, Camps, die dir helfen, ein Gefühl zu haben von mittendrin statt nur dabei. Und ganz sicher wird es bald heißen, auch du bist Teil der Family. Church Life, was für ein genialer Bereich, den du da leiten darfst. Den gibt es ja schon länger, Thorsten. Was hat sich denn geändert durch die neuen Strukturen? Also ich würde sagen, vor allem hat sich geändert, dass ICF stark gewachsen ist in den letzten Monaten. Ja. Und das ist auch super, so soll das sein. Ja, sehe ich auch so. Aber wir brauchen Plattformen, wo Menschen andocken können. Ja. Unser Ziel ist, dass wir das Große klein machen und dass der Einzelne hervorkommt. Ein Satz, der uns ja sehr beschäftigt, ist, Leute kommen wegen Events, bleiben wegen Beziehungen. Was bedeutet das denn für diese Plattform? Das bedeutet, dass die eben nicht mega riesig groß sind, sondern dass da Beziehungen entstehen, dass man sich da begegnen kann, kennenlernen kann, gemeinsam Gott erleben kann, Gemeinschaft erleben kann und auch wachsen kann. Was bedeutet das denn für die unterschiedlichen Zielgruppen, die wir gerade anfangen zu erreichen? Genau, wir haben Families, es gibt Jugendliche, Teenager, Babys, keine Ahnung, sämtliche andere Zielgruppen. Wichtig ist da für uns, dass wir verschiedene Events und Camps für diese Zielgruppen anbieten, sodass für jeden das Passende dabei ist. Ein faszinierender Bereich Church Life, wo auch du wieder entscheiden kannst, mitzuarbeiten, mit anzupacken, dass Beziehungen ermöglicht werden und Menschen Gott kennenlernen können. Ich verbleibe mit einem freundlichen Gruß von meiner Seite und freue mich schon auf morgen früh, wenn der nächste Videoblog online geht mit einem neuen Bereich. Ciao.